Ja, herzlich willkommen mit Publikum heute hier in den Studios in Altlandsberg zu den Berlin Beach Volley News. Kai und Joni sind bei Olympia. Wahnsinn! So, liebe Freunde, wir wollen auch nicht lange um den heißen Brei herumreden, denn wir schalten direkt live in den Olympiastützpunkt nach Berlin. Dort steht Stefan mit unseren beiden Jungs live zum exklusiven Interview. Stefan, bitteschön! Ja, danke Stefan und herzlich willkommen hier live endlich mal wieder im Olympiastützpunkt in Berlin. Neben mir sitzen sie, die beiden J&K, Kai Matysik und Jonathan Erdmann, frisch gebackene Olympia-Qualifikanten. Ein Traum wird wahr. Jungs, wir lassen mal die Zeit noch ein bisschen rekapitulieren. Wie war es in Moskau, das entscheidende Spiel gegen Klempera Korenk? Da war der Sack zu. Und erzählt doch mal, wie das für euch persönlich gewesen ist. Wie war das Spiel? Wie war das, was danach gekommen ist? Und wie geht es euch heute? Das Spiel war auf und ab. Am Ende mit dem besten Ausgang für uns. Joni hat noch einen Ass gehauen, ich habe noch einen Ass gehauen und ich glaube, die Freude war nach außen hin nicht zu sehen. Wir hatten sie aber definitiv sehr weit in uns, sehr stark. Und warum wir uns nach außen vielleicht nicht ganz so stark gefreut haben, liegt einfach daran, dass man halt gegen direkten Konkurrenten spielt. Für uns bedeutet das Qualifikation, für die anderen beiden dementsprechend das in diesem Spiel dann nicht mehr schaffen, nach dem Spiel nicht mehr schaffen zu können. Und ich finde einfach, das hat dann auch mit Fair Play zu tun, das ein bisschen, ja, den Ball da flach zu halten, wie man so schön im Volleyball sagt. Und wir haben uns die Tage danach sehr gefreut. Wir sind dann sehr zufrieden auch nach Rom geflogen. Und da ging es dann direkt weiter und da waren wir so ein bisschen Glücksfee oder halt auch nicht. Ja, erzähl mal, du sagst gerade Glücksfee, ihr habt die Italiener glücklich gemacht. Wie ist das zustande gekommen, Juni? Ja, wir haben gegen Norwegen gespielt und das war der direkte Konkurrent zu Italien. Und dadurch, dass wir Norwegen geschlagen haben, war dann klar, dass die Italiener weiter sind. Deswegen waren da sehr viele italienische Fans plötzlich für uns, eigentlich ungewohnt in Rom. Aber auch deswegen ein schönes Spiel und die Italiener haben sich richtig gefreut, haben sich dann auch bedankt bei uns und die hatten auch Tränen in den Augen. Also die haben sich wirklich gefreut. Ja, und der Dank fiel mit der Leib- und Magenspeise Pizza aus. Das heißt, wir haben dann am Abend Pizza All You Can Eat bekommen. Ja. Wirklich eine, ich glaube, eine 1,50 Meter breite Pizza. Aber drei Stück davon. Und ja, wir waren dann halt die Freunde der Italiener auch auf der Party dann mit Getränken versorgt. Und das war wirklich sehr, sehr nett. Freude und Leid liegen natürlich eng beieinander. Dementsprechend Norwegen hat es in dem Spiel leider verwirkt. Die haben aber, was uns sehr freut, am Sonntag die Qualifikation über Continental Cup geschafft. Und damit ist also auch das norwegische Team weiter und unser schlechtes Gewissen muss jetzt nicht mehr so groß sein, weil es wirklich ein sehr sympathisches Team ist. Okay. Und apropos Party, habt ihr denn in Moskau nach dem Spiel wenigstens ein bisschen Party gemacht? Als ihr dann nicht mehr die direkten Konkurrenten vor euch gesehen habt und euch vielleicht ein bisschen mehr freuen durftet als auf dem Spielfeld? Die Party ging ja direkt weiter gegen Brink Reckermann und da haben wir so schlecht gespielt, dass uns, glaube ich, abends dann nicht mehr nach Party zumute war. Wir haben uns auch ein Zimmer erholt und Trockenfrüchte gegessen. Genau, aber also wie, vielleicht nochmal kurz, wenn ich unterbreche, das Spiel gegen Brink Reckermann, wie ist das? Also die einen haben gesagt, okay, jetzt habt ihr keine Konkurrenten geschlagen, das Ding ist durch, ihr werdet jetzt explodieren, jetzt macht erstmal Brink Reckermann 2-0 frisch und zieht bis ins Finale ein. Oder aber ist es dann so, dass der Druck so weg ist, dass man total platt ist und dann zu so einer Leistung gekommen ist gegen Brink Reckermann? Wie ist es dann? Also so haben wir es auch gedacht, dass jetzt, dass so der Druckabfall dann weg war plötzlich und dass man befreit aufspielen kann und dass wir es weghauen, haben wir eigentlich auch so einen Plan gehabt, aber es ist leider nicht aufgegangen und wir haben einfach leider dann nicht so gut gespielt, wie wir es können und deswegen haben wir auch verloren. Und wir müssen ja sagen, dass Jonas noch ein bisschen mangelnde Spielpraxis hat durch seine lange Verletzung und wir ihn da gerne auf dem Weg Richtung Olympia unterstützen wollen, dass er möglichst viele Spiele macht und da haben wir dann gesagt, okay, wir sind lieber frisch für Rom und sind in Rom gleich nochmal Fünfter geworden und Julius und Jonas sind dann halt bis ins Halbfinale gekommen. Das ist sehr löblich. Danke. Haben wir ja in Holland ja auch schon gemacht und wie man ja sieht, wenn wir gegen Holland weglassen, die deutsche Nationalmannschaft im Fußball hat es ja wunderbar gemacht. Ja. Generalprobe haben wir versaut und Holland ist, ich glaube, schon im Urlaub letzter Woche. Das kann sein. Ja. Die Medien haben sowas kolportiert. Ja. Super, damit gehen wir zurück zu dir, Stefan, und bedanken uns erstmal für das jetzige, schon sehr lange Interview.
Danke Stefan für die ausführlichen Informationen von Jay und Kay. Ihr seht aber hier im Hintergrund die zwei legendären Pappen. Ja, es haben ja schon viele großartige und bekannte Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer diese getragen. Wer es war, können wir leider nicht verraten, weil wir ja auch nur die Gesichter von vorne sehen. Und was es mit diesen Kappen auf sich hat und noch ein paar weitere News erfahrt ihr jetzt wieder live von Stefan, der immer noch direkt im Olympiastützpunkt mit Joni und Kai ist. Stefan, bitteschön. Danke Stefan und herzlich willkommen heute jetzt hier Jonathan Erdmann, einmal unrasiert, einmal frisch rasiert und einmal ich, Kai Matysik, die Legende. So, wir wollen noch einmal ganz kurz auf das neue Spielfeld kommen. Und zwar habt ihr den offiziellen Londoner Beachvolleyball-Sand samt Netzkante erhalten. Erzählt mal, wie es dazu gekommen ist. Ja, wir haben ein original Londoner Olympiafeld hier uns hinstellen lassen, dank unserem Partner Erhard Sport, der hat es möglich gemacht. Und der Sand wurde analysiert und dann kamen hier 40 Tonnen, haben alles abgeladen und jetzt steht draußen ein original Beachvolleyballfeld. Genau, und Senat von Berlin, Olympiastützpunkt, hat mitgeholfen, wir haben mit angepackt. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt den ähnlichen Sand wie in London haben. Das ist eine perfekte Vorbereitung und in 2 Wochen geht es auch zur Einkleidung für die Olympischen Spiele. Wir werden eine Woche früher nach London fliegen, also wir werden. Haben wir jetzt auch britisches Wetter draußen, also Regen und Kälte. Perfekt. Alles wunderbar. Vielleicht können wir nochmal die Masken kurz abnehmen und dann können wir vielleicht mal kurz den Einspieler sehen, wie es von den Masken dann jetzt zu dem aktuellen Bild gekommen ist. Viele sagen jetzt, ohne Bart seht ihr gar nicht mehr so gut aus wie vorher. Und in Berlin hast du ja selber jetzt schon gepostet, Kai, dass du gerne möchtest, dass alle in deinem Style nach Berlin zum Turnier der FVB kommt. Zum Grand Slam, genau. Vielleicht noch ein bisschen gepflegter als ich gerade, aber der grundsätzliche Cowboy-Style sollte bleiben. Mut zur Hässlichkeit, sage ich ja nur, hat uns ja in den letzten Monaten auch nicht ausgemacht. Und es hat uns weitergebracht. Ja, und wenn ihr dann noch Zeit habt, lasst ruhig die Haare wachsen. Und Joni hat dieses Problem, weil Joni wird problematisch. Er ist schon eng, ich gebe Gas. Aber Kai hat ja einen schönen Link gepostet für ja. Einen Karnevalsdorf, wo man so einen für 105 Euro so einen kleinen Gedächtnisbereich ergattern kann. Und wir werden auf alle Fälle mit allen, die dazu beitragen, so aussehen, ein schönes Foto machen, möglichst mit 20.000 natürlich. Ansonsten, wenn die Gruppe ein bisschen kleiner wird, wir haben auch noch genug Masken, machen wir schöne Fotos in Berlin. Und Berlin, was geht noch in Berlin außer das Turnier? Ja. Mittwoch, glaube ich, startet schon. Wichtig ist genau, wir haben Gruppenphase ist bei Männern diesmal Mittwoch, Donnerstag. Das heißt, wer am Donnerstag kommt, ist schon einen Tag zu spät, also am Mittwoch. Werden 2 Spiele von uns schon mal stattfinden, also kommt da vorbei. Super. Und wenn ihr euch jetzt wundert, was hört im Hintergrund, es ist Kyle Junis Kühlschrank. Man, ich wollte das Wort nicht sagen, weil es ist ja nicht euer offizieller Sponsor, nein. Weil ihr kriegt ja noch Kaffee. Richtig. Gut. Und dann seid ihr auch richtig überdimensional groß am Brandenburger Tor zu sehen, immer noch? Oder ja, immer also noch? Genau. Gehen wir einfach zum Dunkin' Donuts Store. An Brandenburger Tor und dann einmal rechts rein und da winken euch 2 lustige Beachvolleyballer zu. Ohne Bart aussieht. Ohne Bart noch hübsch und jung. Super, damit zurück ins Studio. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir freuen uns auf einen fantastischen Grand Slam und wir hoffen, ihr kommt zahlreich uns besuchen. Wir wollen viele Fotos mit euch machen und vielleicht auch das ein oder andere Video, wenn ihr Lust habt. Wir danken auf jeden Fall euch für euren sensationellen Support. Macht's gut, euer Joni.